Hallo, ich bin Julia aus der 2. Klasse. Heute möchte ich euch ein Buch vorlesen. Und das heißt, Die Maus sucht ein Haus. Wenn ihr möchtet, könntet ihr in Antolin den Quest machen. Ich habe das schon gemacht. Aber bevor wir anfangen, brauche ich ein Apfel. Die Maus sucht ein Haus. Eines Tages schaute eine kleine Maus aus dem winzigen Loch, in dem sie wohnte, und sah einen riesigen Apfel. Meine Güte, sagte die kleine Maus, diesen Apfel würde ich gern essen. Ich muss ihn unbedingt hereinholen. Sie zog und zog, aber sie bekam den Apfel nicht durch das winzige Loch. Mein Häuschen ist zu klein, sagte die kleine Maus. Vielleicht sollte ich mich nach einem größeren umschauen. Also machte sie sich auf die Suche. Ein neues Haus suchen macht Appetit, sagte die kleine Maus und aß ein paar Bissen von den saftigen Apfel. Dann entdeckte sie ein Loch, das ein kleines bisschen größer war als ihr eigenes. Das sieht genau richtig aus, sagte die, während sie hineinschaute. Hallo Maulwurf, sagte die kleine Maus. Ich brauche ein größeres Haus für mich und meinen Apfel. Könnte ich bei dir wohnen? Tut mir leid, nöchelte der Maulwurf. Aber ich habe zu viele Bücher im Haus. Ich glaube nicht, dass hier Platz für uns beide ist. Vermutlich nicht, sagte die kleine Maus. Dann suche ich eben weiter. Vom vielen Herumlaufen wurde die kleine Maus hungrig. Ich esse nur einen kleinen Happen, sagte sie zu sich. Dann entdeckte sie ein Loch, das ein kleines bisschen größer war
als das vom Maulwurf. Das wäre ideal, sagte die kleine Maus. Sie schaute hinein. Hallo Kaninchen, sagte die kleine Maus. Ich suche ein größeres Haus für mich und meinen Apfel. Könnte ich bei dir wohnen? Tut mir leid, murmelte das Kaninchen. Aber ich habe zu viele Kohiköpfe im Haus. Ich glaube nicht, dass hier Platz für uns beide ist. Vermutlich nicht, sagte die kleine Maus. Sie machte sich wieder auf die Suche, aber sie war immer noch hungrig. Deshalb knabberte sie noch etwas an den Apfel. Dann entdeckte sie ein anderes Loch. Es war nur ein klitzekleines bisschen größer als das von Kaninchen. Das wäre genau passend, sagte sie. Sie schaute hinein. Hallo, Dachs, sagte die kleine Maus. Ich suche ein größeres Haus für mich und meinen Apfel. Könnte ich bei dir einziehen? Tut mir leid, gähnte der Dachs. Aber ich drehte mich den ganzen Tag auf meinen Kissen auf und schnack. Ich glaube nicht, dass hier Platz für uns beide ist. Vermutlich nicht, sagte die kleine Maus. Sie war ziemlich erschöpft und noch immer nicht satt. An diesem Abend kam sie an einem gewaltigen Loch vorbei. Das muss groß genug sein für mich und meinen Apfel, dachte sie. Hallo, ist dort jemand? Hallo, kleine Maus, brummte ein riesiger Bär. Komm doch herein und wohn hier bei mir. Nein, danke, kickte die kleine Maus. Ich glaube, die Höhle ist ein bisschen zu klein für dich und mich und meinen Apfel. Und sie lief schnell davon. Die kleine Maus war nun sehr müde, aber der Apfel schien sich leichter ziehen zu lassen. Plötzlich entdeckte sie ein winziges Loch. Das sieht aus wie für mich geschaffen, piepste sie aufgeregt. Wer hier wohl wohnt? Sie schaute. Es war niemand zu Hause.
Die kleine Maus ging in das Loch und zog ihren Apfel hinter sich her. Er passte ganz genau. Ich wusste, ich würde für mich und meinen Apfel irgendwo das Richtige finden, sagte sie. Dann steigt sie in ihr eigenes Bett und war im Nu eingeschlafen. Ende.